So, du kannst jetzt erforschen. Yay, Wasserrohr. Wasserrohr. Und ein Hinweis. Dann gucken wir doch mal, was sagt der Hinweis. Captain Tully befahl uns, die Motoren an ihre Grenzen zu bringen. Wir versuchten, einer Floßflotte oder so etwas davonzulaufen. Es wird den Reaktor überhitzen. Ich habe eine Nachricht den Turm hochgeschickt. Tully ist das egal. Hoffentlich geht es dir besser, Hanne. Viel besser. Ruben. Die Motoren sind im Eimer. Die Leute oben regen sich schon über die extreme Rationierung auf. Jetzt sind wir den Wellen ausgeliefert und diese Flöße am Horizont kommen stündlich näher. Ich versiegle jetzt den Reaktor. Es ist mir egal, was Captain Tully sagt. Ich hätte die hier wirklich gebrauchen können, Hanne. Dich, Hanne. Und Ruben war das wieder. So, Schulle ist schon 5 Meter weiter. Oh, so einmal rum. Einmal rum. Surface Access. Ne, Access. Da geht nicht? Ne. Also hoch. Nee. What the? Jetzt geht's hier doch lang. Ich komm nicht an die Leiter. Oh, wir werden ertrinken. Hey! Anna! Blub, blub. Da hätte ich mir so ein Rätsel sparen können. Ist richtig. Fick dich, Spiel. Leck mich, Spiel. Leck mich doch am Sack. Hinweis Gib auf mir den scheiß Kunststoff. Geht doch. Oben wird geschrien. Nachdem der Captain das Feuer auf die Flöße eröffnet hatte, brach ein verdammter Aufruhr aus. Einige unterstützten Tullys Befehle, andere taten es nicht. Ein kleineres Floß bahnte sich seinen Weg in den Wassereingang. Aber es war nur ein Kind an Bord. Seine Eltern waren krank, glaube ich. Der arme Junge sagte nicht viel. Tangora ist eine aussichtslose Sache. Wir verschwinden von hier. Ruben. Okay. Man könnte sagen, this escalated quickly. Ein bisschen. Bäh. Andere Seite. Dann lübt das auch. Oh, da können wir, glaube ich. Oh Gott. Doch, wir können da rein, aber nur kurz. Einer. Bananas? Doch, ich kann die nehmen mit einer Axt. Bananas. Banana! Und Bananensamen haben wir auch. Da hinten sind auch noch Pflanzen, aber da komme ich jetzt so schnell nicht hin. Einmal Kleber, wo ist denn Schulle da? Neuer Hinweis. Ein neuer Hinweis? Okay, ich lese kurz. Oh nein, 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 nein! Das gesamte Ökosystem ist ruiniert. Ich habe Captain Tully seit Wochen davor gewarnt. Mein Vertrag erlaubt es mir nicht, es jemand anderen zu erzählen und es frisst mich innerlich auf. Die Bananenpflanzen werden nicht annähernd genug Früchte tragen. Ganz zu schweigen von den Plagen. Am Ende des Jahres werden wir verhungern. Wenn nicht früher. Mit Liebe, Johann der Gärtner. Können wir das irgendwie ausmachen hier? Ja, aber später erst. Wo bist du jetzt? Wir müssen jedes Klebeband finden, das wir aufnehmen können. Ach. Jedes Klebeband aufnehmen, was wir finden können. Bist du jetzt wieder zurück? Autsch. Ah, nee, da hinten ist eine Tür. Okay. Und ich habe hier schon mal Klebeband geholt. Was sind das für Pflanzen? Damit kann ich nichts machen. Damit können wir jetzt nämlich nach hier vorne. Und das Ding Du hast schon alles an Klebeband, okay.
Ja, die ersten drei. Drei, wenn ich mich nicht irre, braucht man drei für ein so ein Ding hier. Autsch. Okay. Ich verstehe. Ach, als ob. Okay. Hier ist bis jetzt nix. Okay, jetzt habe ich hier... Oh, da sind Erdbeeren oder sowas. Erdbeeren! Oh, Hinweis. Hinweis? Ich weiß gar nicht, muss ich vorher vielleicht meine Lampe rausnehmen? Nicht, dass sie aufgebraucht wird. T. Hinweis. Es ist ruhig geworden. Sicherheitsteams patrouillieren immer noch in ihren lächerlichen Golfkarren und versuchen einen Anschein von Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich hörte, wie die Flößer eine Art Ratte losließen. Oh, sie haben alle Butler-Boots mit Tassen versehen, mit Tasern versehen. Es ist wie eine Art dummer Guerillakrieg oben. Wir reparieren ein Boot, aber es gibt keinen Motor. Das Floßkind meint, wir können einer der Golfkarrenmotoren nehmen. Keine schlechte Idee. Captain Tully und die Invasoren sind immer noch oben im Turm. Ich sage, lass sie dort verrotten. Room. Okay. Jo, geil. Ich habe nichts mehr zu trinken. Das ist kacke. Oh, ich habe eine Wassermelone. Das ist schon mal was. No. Hallo? Achso, ich muss erstmal aus dem Menü raus. Das wird mich nicht lange über Wasser halten. Ha! Aber. Wow. Banane. Oh, gibt mir auch Wasser. Ein bisschen. Fresse ich mal eben die Bananen weg. So. Wo müssen wir hin, Schulle? Weißt du das schon? Jo. Also folge ich dir? Das wäre schön. Ah, oh. Hallöchen, Josie. Hey, es geht aufwärts. Ich muss irgendwie Wasser oder sowas finden, ey. Hey! Oh. Alter, das ist eine richtige Stadt, Alter, wie geil. Hier hätte so, man schön wohnen können. Jetzt können wir nämlich die Exit-Tore aufmachen. Ah, dann kommen wir schneller zu unserem Boot. Richtig. Ich weiß jetzt halt nur nicht, wo unser Floß liegt. Joa, ich auch nicht. Also insgesamt gibt es halt vier von den Dingern. Die müssten wir jetzt halt einmal abklappern. Ja, dann machen wir das doch. Oder vielleicht gibt es sogar mehr Ausgänge. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber... Aber wie cool. Stell dir mal vor, du wohnst in so einer kleinen Stadt noch. Weißt du? Und kannst hier so schön aufs Meer gucken. Gut, wenn du jetzt mit dem Hintergrund, ne, dass im Endeffekt die Welt im Arsch ist, ist natürlich kacke. Aber. Das hat was. Gut, Urlaub auf Malediven ist nicht drin. Nee, nicht mehr. Also du bist. Du hängst halt nur hier fest. Die kannst du höchstens beim Tauchurlaub besuchen, die Malediven. Richtig. Inne hier! Nope. De. Floating Fashion. Geil. Du machst auf, ich guck. Mhm. Nur den. Ah, da vorne ist es. Juhu. Hier ist es. Es könnte mit dem nächsten
Können wir schön dicht dran sein. Das ist geil, dann kann ich Wasser holen. Boah, also das dauert. Ding kann hier übrigens mal raus. So. Brauchen wir ja nicht. So, Bruce, mach keinen Scheiß. Ja, die Drecksau ist auch da. So, Wasser. Wo ist denn mein Fläschchen? Da. Du bist doch ein hässliches Vieh. Ist hier eine geklatscht? Mhm. Blutige Schnauze hat er sich geholt. Behälter benötigt Glas. Perfekt für Saft. Na, schade. Ich dachte, wir kriegen noch ein größeres Behälter. Ein größeres Behälter als Flasche. Das ist gute Deutsch. Kriegen wir ja. Aber nur von dem Typ auf den großen Inseln, von dem Händler. Mhm. Da bin ich ja auch dran. Mit dem Geangel. So, ich brauche eigentlich wirklich nur Wasser. Wie sieht's stets mit dir? Jo. Ich würde wahrscheinlich gleich einmal voll hoch trinken und dann nochmal durch. Oh Gott, ich muss die Lampe rausnehmen. Hm. So, das. So. Ah, dann das Ding noch da. Ach, jetzt habe ich auch noch diese Erdbeeren hier. Warte mal, waren die nicht hier? So, Erdbeeren. Zack, hier, das nach Dor. Erdbeersamen. Das kann natürlich alles erstmal. Dann braten wir uns mal hin, kurz, ne? Ein. Bananensamen. Was habe ich denn hier noch? Gemüsesuppe und Überreste. Diese Mahlzeit ist nicht ganz so gelungen. Egal, drücke ich mir nachher rein. Ja. So, da haue ich schon mal oben was in Müllschlucker. Ach, ich habe auch noch Bananensamen hier rumliegen. Schrott können wir auch einmal mit rein, haben wir eigentlich auch genug von. Und dann bin ich erstmal wieder ein bisschen entspannter unterwegs. Mhm. Wo haben wir denn noch ein bisschen Holz? Da. Und auch wieder rein. So, ja, dann bin ich leer und nehme mir jetzt nochmal Wasser mit. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Joa. Ich nehme mir auch gleich was mit. Dann mach mal. Ich bin durch. Das weiß ich, aber hast du auch Wasser? Ja. Also im Endeffekt ist beides am Start. Durch, Wasser. So, und Futter brauche ich gleich noch, ey. Futter auch noch. Futter habe ich erstmal. So, obwohl. Davon. Ich bin gerade so gefreut, dass Bruce mich nicht gekriegt hat, weißt du? Muss ich doch nochmal aufs Schiff. Aufs Floß. So, komm schon, Wasser. Gut, komm. Wenn man drauf wartet. Aha. So, dann. Ach komm, dann saufe ich mich erstmal voll. Das habe ich auch so gemacht. Ich gehe schon mal gucken, was ich oben so finde. Jo. Wow! So, dann mache ich mir nochmal Wasser voll und. Alter, geht's Wasser? Ich halt einfach mal ein Bierchen. Oh, der hat gleich die Fresse auf. Aber er hat mich zum Glück nicht erwischt. So. Kicken wir doch mal hier. Kann man in die Golfkarts noch aussteigen? Nee. Aussteigen vor allen Dingen. Was ist denn mit meinem Sprachzentrum heute, Alter? War wirklich viel zu holen ist hier ja nicht. Also ich krebs jetzt erstmal nur bei diesem Ausgang, ne?
so ein bisschen rum. Was ist das? Da ist ein Roboter. Mit einem Taser. Help. Help. Nein. Wow. Die Fotze tasert mich. So. Alter. Prost. Alter, ich bin gleich tot. Ah, bist du auf einen Roboter drauf zugegangen? Alter, jo. Ah, aber das ist böse. Ich habe jetzt eine Schlüsselkarte von Tangoa. Das ist gut. Ich hätte gern seinen Taser. Ja, das, nee, die rücken sie nicht raus. So, wo ist er denn? Da oben ist er. Mhm. Error. Ja, irgendwann wird er wieder, belebt er sich wieder. Echt? Mhm. Oh, können wir die nicht zerhackstückeln? Nein, nein. Wir können nicht den zerhackenden Zerhacker machen. Oh, vielleicht müssen wir den noch finden. Den zerhackstückelnden Zerhackstückler. Hinweis. Neue Notiz. Ja toll, jetzt muss ich mich erstmal irgendwo safe hinstellen. Mhm. Nicht, dass ich beim Notizlesen gesaved wurde. Ich kümmere mich mal um das Vieh hier. Oh verdammt, ich muss schon wieder die Lampe raus. Aue! Wie jetzt? Lampe schon wieder im Arsch? Nee, da ist sie. So, was ist denn neu? Das, weiß ich nicht. Ah, da. Der Junge heißt Detto. Wie jemand in seinem Alter in der Lage war, einen solchen Motor zu rekrutieren, werde ich nie erfahren. Aber jetzt haben wir das Boot zum Laufen gebracht. Wir werden noch ein paar Überlebende sammeln, bevor wir losfahren. Die Flöße haben sich entweder in den Wohnungen versteckt oder sind dem Meer überlassen. Die meisten schienen krank zu sein. Kein Wunder, dass sie so verzweifelt waren. Wir müssen uns beeilen. Diese großen Ratten, die mit den Flößern kamen, sind aggressiv. Ich sage, sie sollen Tanganoa zernagen. Ich komme dich holen, Hanne. Erinnerst du dich an den Ort, von dem wir gehört haben? Das Heiligtum? Wir treffen uns dort. Ich weiß es. Wir sehen uns dort, Utopia. Ruben. So, wo bist du? Hinter dir. Ja, vor dir. Alles klar. In den Turm, so. Lass mich raten, kommen wir noch nicht rein. Vollkommen korrekt. Aber wir kommen hier vielleicht irgendwo rein mit der richtigen Schlüsselkarte. Nicht mit der richtigen, allgemein mit einer Schlüsselkarte. Allgemein. Okay, hier gibt es zum Glück keine Unterschiede. Mit Schlüsselkarte 1, 2, 3 hast du nicht gesehen. Das ist schon mal sehr schön. Hier ist ein Aschenbecher, was wir brauchen. Geil. Oh. 0, 6 und 8. Mehr gibt's nicht? Hier in dem Haus? Nö. Willkommen auf Etage 6. Zu Ihrer Linken finden Sie Damenunterwäsche, zur Rechten Porzellan. Oh, ich gehe zur Damenunterwäsche. Das war klar. Ich bin beim Porzellan. Und ich würde gerne einen Schlüpper schnüppern. Darf ich das? Oh, Hallöchen, Lederband. Ratte. Aua. Ah, siehst du, du bist falsch gegangen. Ich aua. Nicht. Sag mal. Ich habe Klebeband. Jetzt ist aber mal. Nix bin. Oh, hier ist noch eine Tür. Hier ist noch ein Scheißhaus. Klebeband. Wie viel brauchen wir denn da jetzt? Dabei, Gott. Für das mindestens nochmal 3, wenn nicht sogar insgesamt 6. Ah, damit wir gleich viel weiterkommen. Und wir unten quasi weitermachen können. Mhm. Ah, hier ist sonst noch Klebeband. Hast du deine Machete mit? Was denkst du denn? Geil. Ein Safe, meiner. Machete. Machete schreibt keine SMS. Genau. Wo hast du einen Safe gesehen, Alter? Bin ich besoffen? Den habe ich schon eingesammelt. Ach, den sammelt man natürlich. Den schnallst du dir auf dem Rücken. Dann ab geht der Peter. Ich bin schon mal im Fahrstuhl. Ich höre mir die geile Fahrstuhlmucke an.
Schulle ist rausgeflogen. Fahren wir schon hoch? Oder tun wir das Schulle nicht an? Mal sehen. Mit Pech kommt er gar nicht wieder. Weiß man ja nicht. Man weiß ja nicht, was er für Internetprobleme hat. Hochfahren und die Schätze einsammeln, ja. Und da fällt mich jetzt irgendein Drecksvieh an. Das sieht genauso aus wie unten. Was für ein Fuck. Oha. Okay, hier muss ich aufpassen. Geländer kaputt. Kiste aufnehmen. Klebos Bandus. Ich hab echt Glück, ne? Ah, da ist er. Da ist Schulle wieder. So. Wird zwar wahrscheinlich nie einer hören, aber Drecks Vodafone. Oh doch, Vodafone ist Drecks Unternehmen. Heute, ich habe heute eine Mail bekommen mit dem Titel, ihr Ticket wurde erledigt. Heute. Ja. Die um 11.06 Uhr, das merke ich, Vodafone. Die bösen Jungs von Vodafone. Ich bin schon mal ein hoch. Mein Chat hat gesagt, ich soll hoch und alle Schätze einsammeln, bevor du wiederkommst. Warte, Chat, also bitte. Die paar Schätze, die er vor mir findet, die machen den Kohl auch nicht fett. Metallpfeil habe ich gefunden und du nicht. Das ist richtig, ich habe ja auch noch welche. Ich auch. So, Ruff beigetreten. So, ah ja, da ist er ja. So, na toll, jetzt bin ich natürlich nicht im Haus gespawnt, sondern irgendwo am Arsch der Heide in der Stadt. Oh, shit. Hallo Roboter. Keine Ratte bis jetzt. Wir haben richtig Schwein, Leute. Wir haben richtig Schwein. Nee, Schweine gibt's hier zum Glück nicht. Nur Roboter. Die auch Schweine sind. So, in welchem Haus waren wir denn? Moment, da nicht in dem da, glaube ich. Jupp, es ist so ätzend, Alter. Ich mache einen Schrank auf, da ist ein Topf und eine Pfanne drin und ich kann das nicht mitnehmen. Das ist doch... schon ärgerlich. So, ich komme mir mal kurz zum Fahrstuhl hier. Hier ist eine Seilrutsche. Bei der geht es wahrscheinlich weiter. I guess. So, einmal die 8, bitte. Danke. Okay. Bin durch. Okay. Ich schlürfe eine Suppe, aber... Oh, er hat eine Verkaufsautomatenmarke übersehen. Eine habe ich. Wo denn? Im Blumentopf. Im Blumentopf? Da muss ich auch nachgucken. Überall. What the...